Hi Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Spielevorstellung und zwar Comanche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das Ganze ist ein kleines Werbevideo, das heißt, ich bekomme eine kleine Entlohnung dafür. Aber, wie gesagt, offen und transparent, immer meine ehrliche Meinung dazu, beziehungsweise ich lasse mir auch keine Würde in den Mund legen oder sonstiges. Und deswegen halt eine ehrliche Bewertung von mir, beziehungsweise ihr seht ja selber, ob ich Spaß habe oder nicht. Aber ihr könnt euch auch selber davon überzeugen, denn das Ganze ist eine Zusammenarbeit mit THQ Nordic. Was mich übrigens sehr freut, da habe ich mich wirklich sehr drauf gefreut, dass das geklappt hat. Und die Lieben haben wir noch 20 Keys zur Verfügung gestellt, die ich euch jetzt in die Videobeschreibung packe. Das heißt, ihr bekommt einmal 20 Keys unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dieses Spiel Comanche, was absolut, aktuell noch eine Early Access ist, euch kostenlos runterladen. Kostet aktuell 20 Euro auf Steam. Ich haue euch auch nochmal den Steam-Link rein. Hau euch die Keys rein. Die Guten haben einen Discord. Dadurch, dass es eine Early Access ist, könnt ihr auch mit den Devs wirklich aktuell an der Entwicklung mitarbeiten und mitwirken. Und das heißt, der Discord-Link ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr gerne THQ Nordic Comanche hier beitreten. Und ja, ansonsten gibt es noch eine Roadmap. Die blende ich euch jetzt hier einmal ein. Ja, auf dieser Roadmap findet ihr einfach verschiedene Sachen, wie zum Beispiel was jetzt aktuell zur Verfügung steht, dass es einen Flight Stick Support gibt, dass es verschiedene Flight Modis gibt, die ich euch gleich noch zeige, dass es 5 Unique Comanche Klassen gibt, 4 Combat Drones gibt, die Drohnen, da komme ich alles noch dazu. Wir fliegen nämlich einen Hubschrauber immer in Verbindung mit einer Drohne, die uns begleitet. Diese spielt aber wirklich eine große, sehr entscheidende Rolle. An Evolving Single Player Experience, ein Competitive Multiplayer Hammer mit 2 verschiedenen Spielmodus, Infiltration und Blackbox. Da freut ihr euch auf jeden Fall schon mal. Etwas später zu dem Video habe ich euch noch eine schöne Multiplayer Session mit dem Freezy und den Exit zusammen hinten dran gehängt. Dort seht ihr einfach mal diesen Competitive Multiplayer Infiltration. Blackbox ist quasi noch eine Multiplayer, da müsst ihr einfach nur abschießen. Und die Hubschrauber verlieren dann Blackboxes und diese müsst ihr einsammeln. Und Infiltration, seht ihr, da müsst ihr eben 2 Bases infiltrieren mit der Drohne, was echt geil ist. Ne? Also einmal halt eben als Verteidiger und einmal als Angreifer. Wir haben vielleicht ein Combat Training, was wir uns noch anschauen können. Im April gibt es noch verschiedene Updates für den Singleplayer. Und zwar eine 2. Mission, Command Wheel, Improved Graphics Options, also mehr Grafikoptionen und so weiter und so fort. Ne? Und was für die Zukunft geplant ist, sind neue Drohnen, neue Skins, eine 3. Mission und so weiter und so fort. Ne? Aber da lasst euch wirklich überraschen. So, jetzt schauen wir uns aber mal hier die ersten Sachen an. Wir haben nämlich ein Tutorial, beziehungsweise, ganz kurz, einmal in den Optionen Controls, Select Flight Mode, haben wir nämlich 3 verschiedene Flugmodi. Einmal den Experimental und nochmal Experimental, einmal den Arcade und Hybrid. Und dann noch Simulation. Von Simulation lasse ich mal die Hände. Ich gehe mal in den Arcade-Modus, weil ich glaube, der absolut krankeste Hubschrauberpilot bin ich aktuell noch nicht. Das wird sich aber bestimmt am Freitag im Stream ändern. Denn am Freitag, also heute, wenn ihr das Video seht, 17 Uhr bin ich live auf Twitch. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr mit den Keys, also Leute, wenn ihr euch die Keys gönnt, wäre echt cool, wenn ihr heute Abend auch da seid. Oder wer sich das Spiel holt, denn ab 18 Uhr könnt ihr mit uns zusammen oder gegen uns zusammen ja, im Multiplayer antreten. Das wird echt spaßig, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ab 20 Uhr geht es dann ganz normal weiter mit True Farming. So, aber wie gesagt, ab 18 Uhr, spätestens ab 18 Uhr, Comanche. Sehr, sehr cool. Wir haben Tutorial, das heißt, wir haben verschiedenes Flight Training und Combat Training. Da haben wir auch verschiedene Basis, Advanced und Expert. Da könnt ihr erstmal das Fliegen an sich lernen. Was aber, muss ich ehrlich sagen, sehr gut gelungen ist. Also man kommt sehr schnell rein und ja, und dann kann man sich noch das Basic Combat als Training eben noch anschauen. Wir haben den Hangar, da haben wir unsere Hubschrauber, wir haben aktuell 5 Klassen. Ich habe schon mal 2 freigeschaltet, einmal den Prototype, die Horizon gibt es noch. Wir haben hier verschiedene Spezifikationen, verschiedene Perks natürlich. Dann haben wir den Ghost, den habe ich noch freigeschaltet, der kann sich unsichtbar machen. Kann aber dafür nur, der hat auch Missiles dabei, die können aber einfach nur geradeaus geschossen werden, ist eher was für den Nahkampf, also für Close Combat. Und der Prototyp zum Beispiel hat eine Piercing Missile, also das ist eine, die visiert an, wird abgeschossen und geht dann schön hinterher. Ne? So, dann haben wir noch den Rhino und wir haben noch Eve, aber da könnt ihr euch auch selber ein Bild machen, könnt ihr kennenlernen. Wir haben hier verschiedene Drohnen mit verschiedenen Perks, ne? Und wir haben dazu aber auch immer verschiedene Skins, was sehr, sehr cool ist, wie ich finde. So, wir schnappen uns einfach mal den Ghost, gehen mal in die Karriere
Und ach, hier übrigens. Infiltrations habe ich schon gespielt. Blackbox habe ich schon gespielt. Moment, ich wollte eigentlich Singleplayer. Genau. Den Singleplayer spielen. So, wir machen einmal Mission 1, Kapitel 1. Und da starten wir einfach mal ganz neu rein. So, jetzt seht ihr einmal, wir können hier ganz normal nach unten fliegen, nach oben fliegen. Wir können hier die schönen krassen Manöver machen, können wieder nach unten und so weiter eine Drehung machen. Wir haben hier extra noch ein, zum Beispiel können wir auch komplett untertauchen, wenn der Hubschrauber jetzt etwas dreckig ist, können wir den mal schnell waschen. Ja, ist auch kein Problem, keine ab. So, dann haben wir hier unsere Minigun. Die flattert auch schön rein, da kann man nichts sagen. Wir können hier noch ein bisschen ranzoomen, ja. Sehr coole Sache. Und wir haben auf F die Flares. Das heißt, wenn wir anvisiert werden, wenn eine Rakete auf uns zugeflogen kommt, können wir diese eben ja, mit diesen Flares verwirren, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt hier aktuell auf Closing Frogmans. Okay. Wir haben noch diese Lenkraketen. Okay, wir sollen wahrscheinlich die Boote dort angreifen. Wir haben hier mit Q unsere Drohne. Die kann übrigens auch ballern. Mega geil. Ein Hover Mode, den können wir einschalten. Super. Dann haben wir der automatisch hier. Ja, seht ihr? Kriegt er sich da irgendwann eingependelt. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Okay, da ist eine Box. Ich glaube, diese sollen wir auflesen. Okay, die scannen wir einmal. Die Blackbox. Okay. Okay. So, okay, jetzt können wir unsere Rakete hier zum Einsatz bringen. der ist ja noch weiter, der geht's noch weiter. Moment. Tschüss, ciao, sage ich dazu nur. So, den schnappen wir uns aber noch. Hammer, perfekt. Okay, ihr habt also meinen Kollegen abgeschossen. Alles klar. Dann frisst dich! Hab ich jetzt in die Erde, hab ich jetzt ins Wasser geschossen? Okay, alles klar. Alles klar. Du willst dich hier mit dem großen Meister anlegen? Mit John J. Rambo? Kein Problem für mich. Kein Problem. So, wir reloaden einmal. Oh, neutralize the enemy base. So, jetzt fliegen wir zur enemy base und dann geht's jetzt richtig ab. Moment, Moment, Moment. Okay, perfekt. Rein in die Olga. So, sehr schön. Woo, Baby. Wo müssen wir hin? Dahinter. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Eine große Abschießen. Okay, okay, ist kein Problem für mich. Und trifft er uns nicht, aber wir ihn. Wer schießt denn hier auf mich? Ach, das ist ein Hubschrauber. Warum sagt mir das denn keiner, dass er ein Hubschrauber ist? Verdammt. Was mache ich denn? Das gibt's ja nicht. Noch eine Rakete. So, warte mal. Jetzt müssen wir aber diesmal gleich den Hubschrauber runterholen. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Die Base war schon mal nicht, die war schon mal nicht von schlechten Eltern hier.
Die war nicht von schlechten Eltern. Hack Frogmans Location. Alles klar, wir holen dich da raus, Baby. Wir holen dich da raus. Ich komm. Mein Commander und ich. Wir zwei. Wir holen dich da raus. Oh, das sind sogar die großen, dicke Boote hier. Schießt zurück, oder? Uff, uff. Kampfschiff, Kampfschiff. Das ist ein Kampfschiff. Das ist ein Kampfschiff. Alter, was ist das für ein perverser Typ, ey? Nein, 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 nein! Das kann nicht sein. Der war tot. Der war tot. Der hat nochmal geschossen. Der hat nochmal geschossen, als ich schon tot war. Oh, nee. Jetzt haben wir, 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 jetzt haben wir. Komm schon. Wir haben dich. Du kannst gar nichts, kannst du machen. Der hat schon wieder nochmal nachgeschossen, ja? Nachschießen, wenn man schon tot ist. Das kann ich leiden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yes, baby! So, infiltrate the base. Oh ja, baby. Let's shut this place down. Look for a terminal and deactivate the lockdown so Frogman can exfil. Quick in and out. Okay, hier unten können wir durch. Oh, wie geil, Alter. Wie geil ist das denn gemacht? Das finde ich echt cool, dass wir hier in die Base rein können. Oh. Okay, einmal hier das Tor aufmachen. Oh Mann, ich hoffe, ich werde derweil draußen nicht abgeschlossen. Uff. Jetzt geht's hier weiter mit anderen Drohnen, ey. Alter, hör auf. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Frogman ist an Bord. Jetzt aber Gas. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ach, das war unser Boot. Das war unser Begleitboot, was da drüben, wo ich gerade noch drauf geschossen habe mit der Drohne. Okay, Frogman, wir bringen dich raus. Das ist kein Problem. Ja, Leute, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal einen ganz kurzen Cut. Ich will euch auch nicht die ganze Mission zeigen. Ihr sollt ja auch noch ein bisschen Spaß haben. Und wir sehen uns am Freitag, 17 Uhr im Livestream. Also ab 17 Uhr bin ich live. Dann Comanche. Dann könnt ihr mit uns, gegen uns spielen. 20 Keys unten in der Videobeschreibung. Schaut bei den Jungs auf Discord vorbei. Lasst das Däumchen da. Und viel Spaß jetzt noch in einer schönen Runde Multiplayer. Oh, wir haben sogar mal den anderen Spielmodi bekommen jetzt. Wir haben nämlich nicht die erste Runde, die wir gerade spielen. Sondern das ist schon die zweite oder dritte. Wir spielen aktuell zu zweit gegen Excel, weil, kleiner Insider, wir zahlen es einfach mal der Strafkammer ein jetzt, ja? Das Schöne ist, ich kann mich unsichtbar machen, kann jetzt hier auf entspannt fliegen und wir haben den Modus Infiltration bekommen. Das heißt, wir müssen zu den Spots fliegen, müssen diese mit unserer Drohne infiltrieren und quasi übernehmen. So, und Excel wird das natürlich versuchen zu verhindern. Beziehungsweise hast du auch Spots? Nee, ne? Doch, habe ich auch. Auch A und B hier? Ja, das gilt für beide Seiten. Ach so, okay. Dann gibt es noch einen zweiten Multiplayer-Modus und zwar wäre dieser dann Blackbox, nennt er sich. Da heißt es einfach nur andere Hubschrauber abschießen und quasi diese Blackboxes, die die dann verlieren, einsammeln. Das wäre dann der andere. Füsi? Ja, ich komm. Ich bin fast gegen nochmal auf A. Ich bin gegen... Der hat sich erstmal im Tunnel komplett selber erlegt. Okay. Aber bevor wir jetzt hier... Bevor wir jetzt hier das erste... Oh, Excel. Warum bist du denn immer so aggressiv direkt? Alter! Was ist denn los mit dir? Ich dachte, wir machen hier auf entspannt. Das Coole ist natürlich, das Ganze könnt ihr 4 gegen 4 spielen. Das ist das Multiplayer-Prinzip. Immer, dass 4 Leute gegen 4 Leute antreten. Ja, deswegen schaltet euch auf jeden Fall das Game frei. Ich habe ja noch 20 Keys insgesamt. Der schießt auf mich. Ja, ich glaube, der weiß gar nicht, auf wen er schießt. Alter, bist denn du nicht dicht? So, warte, Leute. Es geht gleich weiter. Ich muss ganz kurz... Ey!
Kaum bin ich da, schießt er schon wieder die erste Missile auf mich. Wo bist du denn? Da. So, ich hab dich jetzt aber. Schieß ihn mal ordentlich ab hier. So. Hast du? Ja, klar. Ich, so. Ich bin einfach, hab mich oben drauf gesetzt und hab seinen Rotor außer Gefecht gesetzt. So. Ein Schlingel. Komm, Füße, Tauchflug hier. Oh, nicht schon hier wieder, unten ey. Rein, Alter. Los. Das war okay. Doch nicht. Ja, da, aber wie das was wird. So, komm. Jetzt. Oh. Das oh. War jetzt ah. Der Felsen, oder? Bist du jetzt? Oh, nee. War das der Felsen? Ansonsten ist es wie gesagt so, dass ihr am Freitag im Livestream auf jeden Fall mit uns zusammenspielen könnt. Ab 17 Uhr startet der Livestream. Ab 18 Uhr geht's Scheiße. Los. Oh, oh. Auch dich? Die Zeit läuft ab. Hä? Die Zeit? Oh, lol. Oh, Mist. Das ist aber jetzt wirklich blöd. So, Moment. Ich kann mich unsichtbar machen. Deswegen kann ich mich jetzt hier erstmal easy rampischen. Ich glaube, das war's, oder? Hast du mal versucht, mit einer Drohne reinzukommen? Nö, ich kam gar nicht so weit. Defeat. Ihr Team failed to deploy the EMP. Okay, also wir hätten quasi diese zwei Base einnehmen müssen. Also du warst doch der Verteidiger, Excel. Ja. Du warst der Verteidiger und wir hätten einnehmen du müssen. Du Lümmel, der hat uns verarscht. Der hat uns wirklich verarscht. Aber Runde 2 geht jetzt los. Ist kein Problem. Oh fuck, oh fuck. Ach, ach wir müssen verteidigen. Wir müssen verteidigen. Wir müssen ach so. Verteidigen. Ah, jo. Du siehst du auch okay. Oben an den Symbolen. Oh, wo ist denn der Lümmel? Ja, warte mal ab. So. Da, hier, der ist auf dem Weg nach A. Ich sehe ihn. Er ist kurz davor, 900 Meter. Ja. Er ist fast da. Kein Problem. Ich sehe ihn nicht mehr, er ist unsichtbar. Da ist er, in den Wolken. Ich sehe ihn, er dreht ab. Er versucht hinten rum an A ranzukommen. Na, da ist seine Masche hinten rum, das kennt ihr. Das ist so ein richtiger. Ja, pass auf, er kommt jetzt um den Berg. Wahrscheinlich. Ne, ist so, ich habe ihn gesehen. Ah, okay. Hier, ist direkt vor mir. Er ist unsichtbar, ich sehe ihn nicht mehr. Ja. Oben, über dir. Hab ihn im Visier. Ich hab dich im Visier. Nimm dieses Strafcover. Er schießt auf mich. Drück ihn weg. Drück ihn weg. Da kommt eine Rakete. Ja, Arsch, Junge. Hab ihn? Dino, hab ihn! Warte, hab ihn! Oh, meine Rakete hat ein bisschen gebraucht, bis hab ihn! Woo! Junge! Ich hab mich mal eben schnell hoch. Kein Problem. So der soll mal ganz, ganz entspannt rankommen hier. Hat nur noch eine Minute 38. Ja, wie gesagt, 4x4 ist natürlich hier ein bisschen mehr Action, Leute. Aber das können wir dann auf jeden Fall im Livestream uns reinziehen. Das wird richtig gut. Ich denke, das wird richtig gut. Da können die auf jeden Fall gegen uns anreden. Das wird eine coole Sache. Wo ist denn der Schlingel? Den nicht. Ich mal ein bisschen höher, um einen Überblick zu bekommen. Ich sehe ihn nicht. Naja, ja, er muss ja zu uns. Von daher wird sich schon irgendwie hier anschlingeln wollen. Ach, komm schön. Komm schön. Ach, ich bin fast da. Hä? Ach, nein. Der ist mit der Drohne unterwegs. Der ist hinten rum durch den Berg. Oh, verdammt. Was ist jetzt mit der Drohne oder mit dem Helikopter unterwegs? Also, ich habe mich versteckt und war dann mit der Drohne unterwegs. Und war kurz davor. Der ist von hinten rum an den, in den Berg. Da ist kein Problem. Von hinten rum bei einer Höhleneingang. So, Füsi. Jetzt. Jetzt. Jetzt müssen wir einnehmen. Ich hab einen Plan. Jetzt gönnen wir uns die auch, die zwei Bases da. Die gönnen wir uns jetzt einfach. Ist natürlich ein bisschen doof. Wir müssen jetzt hier Geheimsprache benutzen. Flieg mir einfach hinterher, ja? Ja. Okay. Oh, doch nicht so ein Scheiß hier. Ja doch, John J. Rambo-mäßig, Alter. Oh. Doch, John J. Rambo. Auf mich wird geschossen. Echt? Wie geht das denn? Das ist kein Problem für sie. Pass auf, du fliegst rüber zu dem anderen. Also mir hinterher quasi. Ja. Rüber zu dem anderen, ne? Ja. Ich glaube, der hat den Braten gerochen, Tilo. Oh Mann, oh! Digga, ich bin ein Hubschrauber, ich bin wirklich schon J. Rambo im Hubschrauber. Das ist ja nicht normal, ey.
was ich hier gerade mache, wo ich hier langfließe. Er hat's wirklich gerochen, Tino. Ja, dann gönn ihn halt! Ja, ich, meine Waffen richten null Schaden an, Alter. Na, wo habt ihr euch versteckt? Der kleine Schlingel. Ja, von hinten magst du nicht sein, ne? Hab ich anders gehört. Ich hab die MP gesetzt. Mach, ich hab ihn gleich. Es dauert. Okay, du musst weitermachen. Ich hab ihn abgeschossen. Ich geb mein Bestes. Okay, alles klar. Also Tino ist abgestürzt. Ich hab ihn ab. Lass dich nicht verunsichern. Das Ding fliegt hier in die Luft. Ja, ist doch gut. So ich muss das sein. Das muss richtig schön. Hier raus. Das ist es. Ja, sehr gut. Du hast eins zerstört. Echt? Ist schon kaputt? Ja, ja. Oh, der hat mich. Ja, ja, warte. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Los, warte. Ich lenke ihn ab, okay? Ja, mach schnell. Ich hab mich hochgehalten. Der drückt alles gerade in mir rein. Und ich halte mich schön gemütlich hoch. Klein ab. Ich bin bei dir dran. Ich lenke ihn ab. Ich hab dich im Visier. Erste Rakete kommt. Holy zweite Rakete shit. Kommt. Und ja, will mich. Ich kann leider echt null helfen mit meinen. Ja, ja, hier. Alles gut. Wo ist denn der jetzt gerade? Über dir. Der versucht mich. Ich hab ihn gleich. Ah, Dino, ein Schuss noch. Ja, los, rein in die Olga jetzt. Hier, Drohne. Warte, ich versteck mich und du machst. Du guck, wo der ist. Ich kann nichts machen, Tino. Komm, raus hier. Eieieiei. Nee, ich musste mich hochheilen. Du musst da rein jetzt. Ich komm nicht rein, weil er meine Drohne da vorne absaved und mich abknallt. Aber wir haben gewonnen. Ah. Aber wir haben trotzdem gewonnen? Ja, weil er ihn geknackt hat. Aber dann hast du ja, dann ist es ja vorbei, wenn du eins geknackt hast. Da steht schon Demger, ist nur noch nicht angeschlossen. Freitag bin ich gewaffnet, Leute. Ja, da heißt es dann noch ein wenig üben. Siehst du ihn? Nein, bis jetzt noch nicht. Er ist auf dem Weg nach B, so wie es ausschaut. Ja, auf dem Weg nach B. Er dreht wieder um, jetzt auf dem Weg nach A. Oh, der schießt auf mich. Hallo, sag mal, machen wir was. Also er schießt schon auf dich? Ja, ja. Okay. Ich nehme mir die Kanalisation, okay? Und push mich von hinten ran. Mach das mal. Oh, Tino, der ist auf dem Weg nach A. Ich bin so ein John J. Rambo-Pilot, Alter, Digga. Das ist zu hart. Ja, der ist auf dem Weg nach A. Ja gut, nicht immer, aber passt schon. Aber ich schieß gerade auf ihn. Excel, hau doch nicht ab, bleib da hier. Oh, was hast du denn jetzt vor? Hab ich ihn? Nein. Er will mich, weil er weiß, dass ich dich hochheile. Nee, der will ich nicht. Ich schieß mit auf ihn. Hab ihn. Ja, sauber. Sauber. Ja gut, das muss doch anders machen. Ich hab grad keine Raketen mehr, muss eben warten mit Heilung. Gerade nach. Bin voll. Nee, ich bin nicht voll. Nee. So, warte mal, was hab ich noch? Flares? So, jetzt. Ja. In der B. Du bist in der B, da steh ich ja aber. Es hat sich von hinten dran geschleudert. Ach, Witter davor gestanden. Ja, okay. Dann musst du dann noch die E gedrückt halten und so ein Scheiß, Alter. Ja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Back to Hangar. Ja, gut. Meine lieben Freunde, das war's jetzt mal gewesen. Ganz kurz. Ich hab mehr Kills gemacht als du. Unglaublich. Ja, ihr kriegt natürlich noch ein bisschen XP hier und alles für die ganze Geschichte, ne? Oh, drei Dings Blueprints haben wir wieder bekommen. Sehr schön. Oh, cool. In diesem Sinne, achso, weil wir Level Up sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag, also heute Abend, 17 Uhr im Livestream. Kuss geht raus, bis dahin. Tschüss. Tschüss.